So, Freunde, an der letzten Location ankommen. Auch komplett eingerichtet. Krass, oder? Schaut euch das an. Wahnsinn. Sehr, sehr geile Location. Das Wohnzimmer hier ist noch komplett eingerichtet. Krasser Scheiß. Wahnsinn. So viele Details noch da. Wahnsinn, schaut euch das an. Guckt euch das an. Das gute alte Porzellan ist noch drin. Schaut euch das an. Krass, oder? Sau krass. Das ist schon richtig krass. Also, was mich total triggert, ist zum Beispiel das hier. Teeservice, Kaffee, noch alles am Start. Das Sofa. Das Sofa hier. Guckt euch das an. Das Sofa hier ist schon der Hammer. Hier habt ihr noch Bilder an der Wand. Oder das hier. Krasser Scheiß. Also das ist auch wieder ein Tipp gewesen von einem Kollegen, der gesagt hat, schaut euch das mal an, bevor es komplett runter ist. Ja, und das machen wir jetzt gerade. Fernseher, da unten ist noch die DVD-Player und lauter so Schmarrn. Hier zum Beispiel ist noch sau viel Einrichtung bzw. halt persönliche Gegenstände. Sogar die ganzen Medikamente, wenn ihr es hier noch lesen könnt. Ich zeige euch das mal. Krass, krass, krass. Gut, man sieht schon hier, dass es eine ganze Zeit lang verlassen ist, ne? Weil hier noch der komplette Schimmel ist. Die Küche zeige ich euch auch gleich. Aber guckt euch das an. Schon der Wahnsinn. Hier die Küche. Da seht ihr ja auch noch lauter Lebensmittel drin. Kranker Scheiß, ne? Wahnsinn. Das ist jetzt auch wieder mitten in Deutschland. Boah. Was? Boah. Was denn? Alter, das Ding nach Scheiße oder irgendwas. Okay. Boah. Was für dich das? Boah. Wo kommen wir jetzt zum Taxifahrer? Wahrscheinlich hinten rum, aber gehen wir noch rasch mal rauf. Da weiß ich hier noch nicht. Naja, ich würde sagen, gehen wir schon mal rauf. Ich schaue uns das mal oben an. Also hier ist auch noch mal ein Raum, aber der ist komplett zugemüllt. Aber auch hier wieder viele persönliche Gegenstände, wie ihr sehen könnt. Ne? Ist aber komplett zugemüllt, das Teil. Hier drüben ist noch ein Raum. Schlafzimmer oder was? Ja. Ja, das scheint Schlafzimmer gewesen zu sein. Ist aber auch irgendwie komplett zugemüllt. Und hier sieht man mal wieder, dass viele Leute einfach nur wieder gewühlt haben wie die Geisteskranken. Na, hier sind wieder alle Sachen auf den Boden geschmissen und ja, wie es halt so ist, sind wir froh, dass wir jetzt da sind, da es noch so ausschaut wie jetzt. Ich denke mal, in einem halben Jahr könnt ihr das nicht mehr anschauen. Gehe ich mal stark davon aus. Aber schon krass. Hier sind ja auch noch unfassbar viele Klamotten auch noch drin sind, ne? Wahnsinn. Ja. Seht ihr das oben? Krass, Alter, da seht ihr mal, wie alt es sein muss. Weil hier sind ja noch die ganzen alten Sicherungskästen. Krank. Schleichen wir gerade ins Haus rum. Das soll doch irgendwo Eingang sein. Treppen hier hinauf, aber das treffen wir es eigentlich von oben.
Mal ehrlich, wo soll denn der Klinik sein? Der wird schon erst normal. Keine Ahnung. Aber hier seht ihr schon, dass es eine ganze Zeit lang verlassen ist. Das ist der Testalmane. So, und das ist jetzt der Rest, hätte ich gesagt, von den ganzen Geschichten vom Haus. Die riecht auch total modrig. Also, die Spinnen. Was das scheiße. Das sollte wenig leichter sein, dass es nur irgendeiner hört. Auf jeden Fall war er begeisterter Raucher anscheinend. Was auch immer das hier war. Krasser Scheiß. Ich weiß nicht, warum ich mal krasser Scheiß sage, aber es ist alles krasser Scheiß. Auch in dem kleinen Raum hier ist wieder mega viel zu sehen. Aber ich will mich jetzt dann gleich wieder verpissen, weil ich habe keine Maske dabei. Und die eine Minute, was ich mich jetzt hier aufhalte, reicht mir voll und ganz. Deswegen mache ich mich jetzt wieder vom Acker. Da liegen noch Pflanzen gesteckt, Alter. Gasknarre. Gasknarre, die ist ja komplett schimmelt. Ja, ich mache mich mal raus hier. Weil das ist mir zu viel. Ich habe keine Maske dabei. So. Rückzug. Das ist ja, warum es so tricky ist. Da unten sind die ganzen Nachbarn. Und gleich gegenüber, wie ihr sehen könnt, sind auch Nachbarn. Und wir sind von da gekommen. Jetzt schauen wir mal, dass wir ganz schnell einen Rückzug antreten, bevor uns noch irgendeiner sieht. So, den Oberxer Trampelpfad zurück. So, Leute, zeigen wir euch das Haus nochmal von oben. Dann geht's abwärts. Das ist das gute Stück. Mitten in Deutschland, komplett verlassen. Verrückt. Der Mond schaut uns auch schon zu. Ja. Dann würde ich sagen, packen wir es.